Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Mirage. Bevor ich wieder falsch sage, letztes Mal habe ich glaube ich Inferno gesagt. Ich habe jetzt gerade keine Fates-Cam, wie ihr vielleicht seht oder auch nicht seht, weil sie jetzt gerade woanders eingesetzt wird. Deswegen heute halt einmal ohne Fates-Cam. Aber ich gucke wie immer, sieht total gut aus, richtig frisch, sexy und sowas. Ihr wisst, wie der Hase läuft. So, er stand jetzt schon mal ziemlich lange darum. Aber ich will jetzt erstmal nicht sagen. Das kann ja mal passieren. Es ist auch die erste Runde eben war noch Warm-up, da stand er auch nur rum. Ich denke, dass er. Aha. Du kleines Arschloch, hör auf. Warum? Warum? Warum habe ich diese Fick-Fälle? Warum? Warum habe ich solche Fälle? Wir hatten dafür so spannende, geile Fälle. Warum habe ich jetzt diese hundertprozentigen Affenböcke? Was glaubt ihr, wie oft ich jetzt irgendwelche Spinbotter wegdrücken musste, bis ich hier mal augenscheinlich oder auf den ersten Blick was Gescheites hab und jetzt habe ich so einen gesichtigen so What? Oh mein Gott, Leute, wir hatten gerade eben mit Plant Hack. Oh mein Gott, da hat er echt alles an. What the fuck? Da ist es, Leute, der Plant Hack. Habt ihr es gesehen? Der hat die Bombe in 2 Sekunden geplantet oder einer so. Okay, oh, scheiße, jetzt ist die verkackte Webcam nicht da. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Ich drehe mir gerade am Bart, dass ihr das wisst. Ich drehe mir gerade so am Schnauzer, drehe ich mir gerade so ein bisschen rum. Und merke, dass ich ihn langsam wieder schneiden muss. Das ist ziemlich lang, das Ding. Jetzt ziehe ich ihn gerade runter, so ein Bart raus. Leute! Oh mein Gott, war das ein Demo-Fehler? Ich hab das in irgendeinem Video gesehen. Diese Plant und auch Diffuse Hacks. Dabei gucken die kurze hoch runter und dann ist es gelegt. Und das hat er auch gemacht. Er hat gerade so rumgezuckelt. Oh mein Gerd, Leute. Oh mein Gerd. Komm, leg bitte nochmal die Bombe. Ja, leg die Bombe. Okay, das. Und das irgendwie hängt die Animation oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber genau so. Und so funktioniert auch dann das Diffusen. Die gehen dann irgendwie hin und wechseln die Waffe und dann ist es fertig gediffused. Früher war immer der Mythos, wenn man ganz schnell Waffen wechselt beim Diffusen. Oh, du Scheiße. Das ist der Gott der Cheater. Das ist der verschissene Gott der Cheater. Wenn man ganz schnell Waffen wechselt, dann ist man schneller fertig, dann diffuse man schneller. Ich weiß nicht, ob das bei Source wirklich so war. Wir haben es aber alle gemacht, wie die Wahnsinnigen. Und ja, ihr müsst mal nach Videos schauen. Ich habe mich da letztens mit ein paar von euch unterhalten. Einige sagen, es gibt's gar nicht, Diffuse Hacks, aber es kann nicht gehen. Andere sagen, doch, ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Und wiederum andere sagen, ich habe es schon selbst gesehen im Overwatch. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht zufällig zweimal ein Demo-Fehler war, also dass die Animation falsch war, vielleicht hat er ja durchgelegt die ganze Zeit und für uns wurde es noch nicht angezeigt. Keine Ahnung, dann ist der echt am Hexern. Am Hexern! Aber ich meine, der erste Plant war auf jeden Fall abgebrochen und dann war er plötzlich fertig. Zack! Oh, Weichei! Oh, Leute, ich dachte noch kurz, ich dachte, das wird wieder nichts, weil ich jetzt eigentlich sonst, wenn das ja nichts geworden wäre, den neuen Podcast gerendert hätte. Aber dann wäre das Video heute sicherlich nicht pünktlich gekommen. Und dieses Video kommt wahrscheinlich pünktlich. Weil Overwatch viel, viel kürzer ist. Also der Podcast, der hat ordentlich Länge. Und ist auch schön schwer für euch. Wieder schön zum Mitreden, zum Mitdenken und so weiter und so fort. Aber der wäre jetzt wahrscheinlich erst um 18 oder 19 Uhr gekommen. Und ihr wisst, wie sehr ich es hasse, wenn ich meinen Upload-Plan nicht einhalten kann. Darum bin ich sehr froh, dass wir hier so eine richtige Ficknase haben. Ich glaube, dem können wir später alles drücken, bis auf Bunnyhop, oder? Hoppt der noch? Lass mal kurz auf seinen Bunnyhop gucken. Ach Gott, ist das ein Haas. Um Gottes Willen, guck mal wieder Hypto. Ach Gott, das war ein Bunnyhop. Nee, ich glaube, der hat keinen Bunnyhop. Merkwürdig, dass er den nicht hatte, oder? Boah, der Aimlock, der Wallhack, alles, der Plant-Hack, External Assistance, Alter. Was für ein dreckiges. Das muss so ein richtiger. Das muss wirklich der widerlichste aller widerlichen Menschen auf der Welt sein. So ein ganz komischer Kerl, gar nicht mehr so in Menschenform, sondern wie so eine Pfütze aus Scheiße einfach nur. Die es irgendwie geschafft hat, mit Stöcken zu spielen. Und so jemand ist das. So jemand ist das. Einfach nur so. So ein richtiger. Manatee. Jetzt kriegt Manatee gleich auf die Fresse. Ja, jetzt tu nicht so, als wenn du eine Flash bräuchtest, Mann. Er könnte ihn doch easy. Easy mit seinem Wallhack-gehackelten Aim-Botterichen Plant-Hack. Oh Gott, hoffentlich hat er auch Diffuse-Hack. Bitte können wir irgendwie. Ich will City sehen. Nein, scheiße, City werden wir nie im Leben sehen. Das bleibt da jetzt am Stück, ne? Diffuse-Hack hätte ich jetzt echt gegen sie. Fertig. Krass! Oh oh, sein Mate ist gestorben. Ob er diese Runde überleben wird, ich weiß nicht. Ach, jetzt hat er wieder nicht die Bombe. Hopp, ich will das nochmal sehen. Ich will das nochmal sehen. Er legt sie hin. Hört auf, guckt nach oben. Legt sie hin, fertig. Er hat ja kurz die Scout wieder in der Hand gehabt. Und dann war die Bombe gelegt.
Geiler Scheiß, Mann. Wie geht es? Das ist doch ein Zugriff auf die Server. Darüber habe ich mich letztens gerade mit Ehrenplayer unterhalten, glaube ich, oder Ehren, du warst das, ne? Das ist kein clientseitiger Hack, dass man durch die Sachen durchgucken kann und sowas, was eben auf deinem eigenen PC ist, sondern er greift auf den Server zu und sowas ist eine Straftat sogar. Es gab, darüber gibt es auch noch ein geiles Thema schon, diverse Fälle, da wurden Cheater, da mussten Cheater Geldstrafen zahlen, weil sie sowas gemacht haben. Das finde ich generell ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise, Cheater einfach, wenn man sie erwischt, nicht einfach das Spielen zu verbieten, sondern man sollte sie mit dicken, fetten Geldstrafen belegen. Ich glaube, in diesem Fall des Cheaters bei Fortnite war das, glaube ich, waren das einige 10.000 Dollar, weil es dann auch um Copyright-Infringement ging. Das war dann zwar im Endeffekt nicht direkt deswegen, sondern wegen anderen Also ich erkläre euch das alles noch. Aber an und für sich ist, wenn er da auf die Server zugreift oder auch generell auf die Software und die verändert, was er eigentlich nicht darf, dann begeht er Copyright-Betrug und das ist eigentlich strafbar. Nur werden dann, wenn man das hart durchsetzt, Modder auch ziemlich gefickt. Aber keine Sorge, darüber gibt es einen übergeilen Podcast. Da werden wir uns das Thema ganz genau anschauen und das alles unter die Lupe nehmen. Das ist mein höchst emissionös. Er hat nicht die Bombe. Nimm doch nochmal die Bombe, du Fisch. Ah, ich dachte noch, das ist ein Scheiß. Das freut mich gerade so enorm. Wir haben es gerade die letzten paar Tage ständig gehabt. Diffuse-Hack, Plant-Hack, als wenn das jetzt gerade so aufkommen würde, dass es das gibt. Ich habe davor voll lange Zeit nicht gewusst, aber ihr habt gemeint, das gibt's schon länger. Und jetzt habe ich es auch mal, Xayah. Da, Bangitz. Wie er so getan hat, als würde er erstmal Richtung Band schauen. Ich glaube, er versucht noch irgendwas zu verschlecken. Nee, oder? Das ist doch einfach pure Hurensohnhaftigkeit, was er da macht. Komm, hopp, jetzt nicht rumstehen. Das Ding läuft doch hier voll. Ah, da war schon wieder. Fuck, jetzt habe ich es überspult. Ich bin im Arschloch. Nein. Nein. Er wechselt kurz so die Waffe. Und dann ist die Bombe gelegt. Tut mir jetzt echt leid, dass ich die Scheiße überspringe. Komm, bitte, mach nochmal. Komm. Du hast die Bombe. Ja, die Bombe! Komm, nein, jetzt nicht AFK sein, sonst... Fuck! Leute, oh mein Gott, wie geil. Also ich glaube nicht, dass er... Ach, obwohl, wisst ihr was, er war AFK. Und AFK sein ist Griefing, mein Sohn. Griefing ist das. Ich spreche gerade um euch drum herum. So sieht es nämlich aus. Okay, tschüss, du fischgesichtiges Affenkind. Schön weggebumst den Kerl, Leute. Auf jeden Fall! Jetzt, ich weiß, ihr wisst, ich sag sowas nie, aber Daumen hoch für diesen Hurensohn. Je mehr, desto hurensohnhaftiger ist er. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!